Nach meiner Auffassung sind die am Sonntag anstehenden Bundestagswahlen das vielleicht am meisten unterschätzte Risiko der letzten Jahre. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Ja, ja, ich weiß schon, rechnerisch wird es wahrscheinlich für die Fortsetzung einer großen Koalition reichen. Aber ich erwarte, dass sowohl die CDU als auch die SPD eher schwach abschneiden werden. Dass wir auf der anderen Seite eine doch sehr starke AfD haben, die stärker sein wird als erwartet, einfach weil die Erfahrung aus anderen Ländern zeigt, dass solche Bewegungen dann bei den Wahlen meistens besser abschneiden als bei den Umfragen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich glaube, dass die FDP stärker sein wird als erwartet. Und das würde bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Regierungsbeteiligung der FDP deutlich ansteigt. Und das hätte massive Konsequenzen für die gesamte Europapolitik, hätte eine starke Konsequenz für die Haltung der deutschen Regierung gegenüber der EZB. Mit Folgewirkungen, die man sich gar nicht ausmalen kann. Und die Dinge scheinen mir so zu liegen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir die Fortsetzung einer großen Koalition sehen, weil die SPD möglicherweise bei einem schlechten Abschneiden sagen wird, hey, wir haben nur eine Chance, wenn wir in die Opposition gehen, dann versuchen wir uns irgendwie neu aufzustellen und dann vielleicht so einen Weg zu gehen, wie die FDP nach diesem starken Abschwung gegangen ist, als man aus dem Bundestag rausgefallen ist und jetzt möglicherweise zweistellig wieder hier wieder auferstehen wird. Das ist sozusagen das, was die Märkte überhaupt nicht auf dem Zeiger haben. Sie haben nicht auf dem Schirm, dass möglicherweise dann am Montag nach der Bundestagswahl erstmal völlig offen ist, wer denn eigentlich jetzt regieren wird, wer mit wem. Es wird Koalitionsverhandlungen geben, die können sich monatelang hinschleppen, wo unklar ist, was ist jetzt die wirkliche Richtung. Die Märkte lieben aber keine Unsicherheit und wenn man sich mal anschaut, wie wenig die Märkte darauf vorbereitet sind, dass da vielleicht etwas Überraschendes kommt, das sieht man besonders an der Volatilität jetzt beim DAX zum Beispiel, der sich in den letzten zwei Tagen oder im Prinzip seit gestern Mittag in einer Range von 40 Punkten befindet. Also da passiert gar nichts. Schauen wir uns mal die Situation vor der Wahl in Frankreich an. Da ging es mit der Vola massiv nach oben. Die Angst war groß. Was kommt da jetzt? Was passiert da jetzt? Dann hat aus Sicht der Märkte der richtige Kandidat gewonnen, die Märkte hossierten, alles war wieder gut. Jetzt hat keiner Angst und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit nach meiner Auffassung ziemlich gut, dass die Volatilität nach oben schießt, dass da also etwas kommt, womit man nicht wirklich gerechnet hat, dass hier ein Risiko besteht, ein sogenanntes Eventrisiko, das nicht wirklich in der Gänze erfasst ist. Vor allem was die deutsche Haltung zur EZB-Politik betrifft, vor allem was die Haltung dann einer irgendwann neu gebildeten Regierung auch zu Themen wie Griechenlandrettung, zu Themen wie, wie wollen wir eigentlich, dass die Eurozone aussieht. All das sind ja Punkte, die eigentlich doch ziemlich umstritten sind in der deutschen Bevölkerung. Und möglicherweise unterschätzt man, dass da doch durchaus die Nachwirkungen der als problematisch gesehenen Behandlung der Flüchtlingskrise noch aus dem Jahr 2015 jetzt bei dieser Bundestagswahl zum Tragen kommt. Würde mich zumindest nicht überraschen. Kann sein, dass alles doch relativ in geordneten Bahnen geht, dass man vielleicht doch die Fortsetzung einer großen Koalition hat, aber selbst dann bestünde eigentlich nicht wirklich Anlass zu jubeln für die Märkte respektive für den DAX, denn es ist das, was man kennt. Und damit jetzt nicht so gerade wirklich der Aufreger. Ich kann Ihnen das heute erzählen, weil wir relativ wenig Bewegung an den Märkten haben. Wir haben zwei Dinge, die heute interessant waren. Erstens Donald Trump vor der UN, der gesagt hat, wenn wir oder unsere Alliierten hier angegriffen werden, wenn wir uns verteidigen müssen, dann sind wir leider gezwungen, Nordkorea völlig zu zerstören. Das war schon mal der erste ziemlich harte Satz von Donald Trump. Der zweite ist, dass er praktisch hier in seiner Rede das Iran-Abkommen aufgekündigt hat. Auch das kann massive Folgewirkungen haben. Darf man nicht unterschätzen, was aus dieser Rede alles noch resultieren wird. Das ist das eine Highlight. Das zweite Highlight ist, dass wir Insiderberichte aus der EZB wieder haben, die darauf hindeuten, dass es eine ziemlich große Spaltung innerhalb der Notenbank gibt zwischen Nordländern wie Deutschland, Niederlande, Österreich, Finnland in etwa. Die sagen, eigentlich sollten wir jetzt aussteigen aus dieser ultralaxen Geldpolitik, sollten die Anleihekäufe jetzt mal sein lassen oder zumindest deutlich zurückfahren, während auf der anderen Seite eben dann die Fraktion um Mario Draghi, um EZB-Vize Constancio, den Portugiesen, sagt, nein, wir sollten alle Möglichkeiten uns offen lassen, sollten möglicherweise sogar die Anleihekäufe erweitern. Wenn wir da keine Staatsanleihen kaufen, dann halt Unternehmensanleihen oder irgendwas anderes. Ja, vielleicht auch irgendwelche Dinge, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es hier scheinbar diese Differenzen. Und jetzt heißt es, dass die EZB möglicherweise am 26. Oktober bei der nächsten Sitzung nur so teilweise Entscheidungen verkünden wird, andere dann auf den Dezember
schieben wird mit der Ausrede, dann zu sagen, ja, wir gucken mal, wie die Daten reinkommen, wir wissen ja noch nicht so genau, wie es aussehen wird faktisch, aber wenn man Zeit gewinnt, um möglichst irgendwie einen Konsens hinzukriegen innerhalb der Notenbank, jedenfalls wird da auch möglicherweise die Bundestagswahl eine entscheidende Rolle spielen für das, was innerhalb der EZB passiert. Deutschland bekanntermaßen will ja Jens Weidmann hier als neuen EZB-Chef haben und favorisiert dann zum Beispiel einen Vertreter der Südländer wie De Guindos, den spanischen Notenbankchef, als EZB-Vize. Die anderen sagen, finden wir jetzt nicht so eine tolle Idee. Jedenfalls könnte die Frontstellung zwischen Deutschland respektive den Ländern, die eher solide Haushalte haben, um es mal vorsichtig zu formulieren, und denjenigen, die etwas weniger solide wirtschaften, die könnte sich deutlich verschärfen. All das haben die Märkte nicht wirklich auf dem Schirm. All das muss nicht so kommen nach der Bundestagswahl, aber das Risiko ist da und das Risiko wird nach meiner Auffassung am meisten unterschätzt bei den, in den letzten Jahren. Es gibt ja offensichtliche Risiken wie Nordkorea, über die jeder redet. Auch da glauben die Märkte, ja, so schlimm wird das nicht werden, aber es ist ein offensichtliches Risiko. Die Bundestagswahl ist ein nicht so ganz offensichtliches Risiko, aber Risiken sind ja meistens dann umso größer, wenn man sie nicht auf dem Schirm hat. Schauen wir uns mal an, was heute Sensationelles an den Märkten passiert. Ich starte mit dem deutschen Leitindex. Ja, hier sehen wir das. Wir sind seit diesem Gap gestern das fast schon traditionelle Montagsgap, möchte ich sagen, das aber dann sich als nicht besonders nachhaltig erwiesen hat. Dann sind wir wieder runtergekommen und pendeln jetzt eben seitwärts hier in dieser Range durch, ohne klare Richtung, ohne klare Orientierung. Wenn wir uns das im größeren Bild mal anschauen, dann sehen wir hier, auch hier ist nach wie vor überhaupt nichts entschieden, wo geht die Reise hin. Wie gesagt, nach meiner Auffassung tendenziell auf der Unterseite mehr Potenzial angesichts der Bundestagswahl, respektive der Konfusion, die dann einsetzen kann. Wir sehen den S&P noch über der 2500er Marke, sehen den Dow Jones, den stärksten aller Indizes in den USA, bei 22.351, der Nasdaq deutlich schwächer. Da ist so ein bisschen Sand im Getriebe. Wir haben ja gestern schon diesen Abverkauf hier gesehen, der so ziemlich aus dem Nix kam. Also wir haben jetzt so latente Nasdaq-Schwäche, manchmal ein Vorbote für Schwäche des Gesamtmarktes. Wir sehen den Euro auch in einer sehr engen Range, hat sich nicht wirklich beeindrucken lassen durch diese Aussagen, die ja auf eine weniger hawkische EZB hindeuten würden, wenn also die Widerstände innerhalb der EZB groß sind, zu sagen, ja, wir müssen ja doch aussteigen aus der ultralaxen Geldpolitik perspektivisch. Und dann ist das eigentlich nicht so eine gute Nachricht für den Euro, aber der Euro will testen, wo ist die Schmerzgrenze für die EZB. Wir sehen Dollar-Yen 111,53, auch schon tiefer, da waren wir hier fast schon in Richtung 112 unterwegs. Wir sehen Gold bei 1308, nach wie vor in einer sehr engen Range jetzt in den letzten 24 Stunden, nach wie vor hier der Support bei 1300, und wir sehen 17,25 Dollar knapp, das ist Silber, das Öl hält sich an der 50er Marke, der Novemberkontrakt beim amerikanischen WTI, und wir sehen heute Telekom stark, bester Wert im DAX, nachdem es wieder neue Nahrung gibt für die Gespräche mit Sprint Telekom. Mit Sprint, diesem amerikanischen Konzern, hier will man offenkundig fusionieren, und Sprint zum Beispiel steigt heute in den USA 8%, Telekom immerhin 3%, das ist praktisch für eine Telekom ja schon ein Quantensprung, geradezu eine revolutionäre Eruption, könnte man sagen, angesichts der, naja, mäßigen Volatilität dieser Aktie. Also denken Sie mal drüber nach, schauen Sie sich das mal an, rechts von mir unten aus gesehen, da sehen Sie vielleicht einen Typ, der sieht so ähnlich aus wie ich. Jedenfalls hat der da einen Artikel geschrieben über das, was da möglicherweise zu erwarten ist über die Bundestagswahl. Einfach mit der Maus draufgehen, dann öffnet sich der Artikel. Würde mich freuen, wenn Sie den sich zu Gemüte führen. Und jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend. Bis dahin, ciao.